Jo, schönen guten Tag, herzlich willkommen zum geilsten Panzer des Tages, der Ära ist wieder da. Und heute fahren wir den Leopard Prototyp A. Ein sehr, sehr eigenartiger Panzer. Das ist der Stufe 9 Medium im deutschen Baum, also einer von zwei, also neben dem E50. Das ist der ohne Panzerung. Und ich kann euch sagen, als ich den zum Leopard 1 gegrindet habe, fand ich es zum Kotzen. Ich habe mich auf den Tag gefreut, an dem der Leo fertig ist, und ich wollte ihn dann unbedingt verkaufen und ihn unbedingt loswerden. Und genau in dem Moment, wo ich den Leo 1 fertig hatte, begann dieses Ding hier Spaß zu machen und wirklich gute Gefechte rauszulassen. Und deswegen steht er immer noch in meiner Garage. Ich habe ihn immer noch nicht angemalt. Also jetzt könnt mal meine Videos aufpassen. Wenn der Panzer angemalt ist, dann trage ich mich auch nie mehr mit dem Gedanken darum, den irgendwie wieder zu verkaufen. Ja. Nichtsdestotrotz, wir sind hier im Polargebiet und der Matchmaker ist ein wenig schwierig. Das muss ich auch mal sagen. Moment, ich muss ja mal umschalten. Das ist total bescheuert, warum es das hier jedes Mal umstellt. Es hat wieder eine seltsame Verteilung. Also bei uns, wir sind Top-Tier. Also ich fahre mit dem Allianzki, der hat seinen T54E1 am Start. Aber noch mit der kleinen Flinte, soweit ich weiß. Wir haben als Top-Tier halt wieder die Medium-Tanks, also sprich mich und den Elder, und die Gegner haben drei Heavies. Das ist schon ein bisschen schwierig, das heißt, wir müssen auf unserer Seite durchaus so ein bisschen Banane machen, damit wir da unten jetzt nicht so viel aushalten müssen. Weil normalerweise haben die den Vorteil, was so auf der 9er und auf der 0er Linie angeht. Ja, wir sind erstmal hier auf unsere Flanke gefahren, so die Flanke, wo sich am meisten die Mediums rumdrängeln und rumfahren. Und wir machen erstmal den ersten Schuss auf einen WZ-131. Damage ist immer gut, nehme ich gerne mit. Und ansonsten hat sich so ein bisschen hier festgesessen und wir kommen nicht so richtig vor. Der Elder Jansky ist jetzt angekommen und wir müssen mal schauen. Das sollte übrigens eigentlich mal verbessert werden, dass man beim Spotten das halt auch gleich sieht und nicht 8 Stunden später. Weiß ich nicht, warum das immer noch nicht so richtig funktioniert. Ja, da unten stehen zwei Super Pershings und ein T29, glaube ich. Und ja, jetzt ist es so ein bisschen Stellungskrieg und das ist genau das, was ich ja eigentlich nicht wollte. Ich versuche immer noch mal hier hinten, ob ich ein paar Schüsse nach oben auf den Berg kriege, aber unser Team schlägt sich verdammt gut, was da unten die 9 angeht, also 9er, 8er Linie da, wo es so hinter dem Berg lang geht. Also muss man sagen, Respekt, also unsere Heavys machen es verdammt gut, sind auch für die Stelle gut geeignet. Also wir haben zwei T32, ein T34, die können da schön Hull down gehen und das eigentlich relativ gut halten. Mal gucken. Ja, auf jeden Fall haben die schon einen gegnerischen 9er Heavy rausgenommen und es steht 1-0. Jetzt steht es 1-1. Unser T34 hat auch das zeitliche gesehen, mir ist das hier einfach zu langweilig. Ich gebe es ehrlich zu, mir ist es hier ein Stück weit zu blöd. Weil Leo will fahren. Mit dem Leo will man jetzt nicht stundenlang rumstehen. Und ich will den Gegnern auch nicht die Chance geben, da jetzt noch 5 Jahre lang zu drücken und unsere Gegner zu zerstören. Ja, da ist der zweite Heavy von denen auch gegangen. Das ist schon mal sehr viel wert. Und ich habe beschlossen, ich fahre jetzt hier in die Mitte. Das ist zwar ein bisschen riskant. Oh, Entschuldigung, meine Stimme macht gerade ein bisschen blöd. Aber damit müsst ihr umgehen können. Weil es ja hier kein Qualitätsfernsehen. Ja, und wir fahren, und der Skorpion geht, wie immer. Diese Teile habe ich auch gefressen, ey. Aber gut, egal. So, ja, also da haben wir jetzt wenigstens erstmal so ein bisschen eine kleine Aufklärungsarbeit geleistet und mal so ein bisschen gezeigt, was da so rumsteht. Das macht es dann für unser Team einfach ein Stück weit einfacher, da auch mal ein paar Schüsse rauszukriegen. Ja, da ist es wieder, der Skorpion. Ich habe ihn eigentlich schon eine ganze Weile gesehen, aber, ja. Angezeigt wird er mir halt erst später. Jetzt kommt noch eine Su und ich habe beschlossen, jetzt könnte man ja ein bisschen den Leuten in die Puberze schießen. Es steht ja auf 4-2, also ich denke, das werden wir gewinnen. Das sieht ganz gut aus. Und da rief der Elder, der CDC kommt. Und naja, wenn man mir so einen CDC hinlegt, dann nehme ich den auch gerne mit. Was halt am Leo wirklich grandios ist, ist die Kanone. Da kann man echt nichts sagen. 390 Alpha, 268 Durchschlag auf Stufe 9. Und halt wirklich unheimlich akkurat. Da kann man auch mal einer Fliege die Flügel wegschießen. Also das ist schon grandios. Also das Ding kann echt was. Und ja, der T29 scheint uns bemerkt zu haben. Aber er kommt halt auch nicht so richtig raus aus seinem Saft. Er steht halt jetzt so da. Und wir müssen jetzt mal gucken. Der Vorteil ist, ihm wird es zu langweilig und er fährt wieder weg. Wenn er die Position da hält, kann ich gar nicht so viel machen. Aber da er jetzt wieder wegfährt...
Genau, wo ich sagte übrigens, man kann da mit einer Fliege die Flügel wegschießen. Das ist auch eine Fliege, die Flügel wegschießen, eine Fliege, die Flügel weg. Das müsst ihr mal ganz schnell hintereinander sagen. Das machen jetzt alle vor dem Video, drücken jetzt alle auf Pause und rufen dreimal, man muss mal der Fliege die Flügel wegschießen. Das ist geil. So, ja, wenn er da stehen geblieben wäre, wäre ich hier nicht weitergekommen. Das war übrigens auch schön. Wie kann man denn mit 268 Durchschlag auf das Heck von dem T26 Super Pershing bouncen? Das ist ja wohl der Hammer. Ja gut, nichtsdestotrotz, die ignorieren mich jetzt alle sehr schön. Das heißt, jetzt können wir hier ein bisschen wilde Ernte machen. Dann nehme ich den. Das war der zweite Kill. Und der dritte folgt hoffentlich noch sogleich. Da steht ja noch der andere Super Pershing. Ja, von vorne ist das Ding unheimlich schwer zu knacken. Hier auf die Seite ist es eher nicht so aufregend. Ja, und da war es halt nur noch ein T29. Bäm. Und damit haben wir als Zug wieder 5 Kills gemacht. Muss aber sagen, das war einfach ein schönes Gefecht zum Thema. Wir sind einfach gut mitgefahren. Und Respekt an unsere ganzen Heavies und alle, die da auf der 9er und auf der 0er und auf der 8er Linie das so grandios gelöst haben. Nichtsdestotrotz, wir gucken nochmal in die Auswertung. Ja, die Auswertung. Dazu gibt es ehrlich gesagt gar nicht wirklich viel zu sagen. Es war ein sehr durchschnittliches Gefecht. Ich zeige es einfach nur, weil es Spaß gemacht hat und weil es einfach sehr schön war. Überlegen wir jetzt Abzeichenstufe 3, 2700 EP doppelt und Premium, also nicht so aufregend. 43.000 Credits, das ist durchaus spannend. Ja, also wer wirklich grandios gefightet hat, waren unsere Leute auf der 0er, 9er, 8er Linie. T32 mit 1500 Schaden, Jagdpanda hat 2700 Schaden im 9er Gefecht geschossen, das gilt durchaus mal zu erwähnen. Ja, ich war mit 2381 dabei, aber natürlich alles auf so Super Pershing und T29, da gibt es halt auch nicht so viele Punkte. Dafür 3 Kills, das finde ich sehr in Ordnung. Was ich spannend finde, ist, der Elder hat auch 2000 Schaden geschossen und steht sehr weit unten. Ich weiß nicht, warum das so ist. Wahrscheinlich, weil der Rest vom Team einfach so stark war. Keine Ahnung. Also alles andere kann ich es mir nicht erklären. Ist auf jeden Fall sehr eigenartig. Müsste man mal rausfinden, warum ist das so. Aber wahrscheinlich, weil wir halt wirklich nur auf niederstufigere Panzer geschossen haben. Na gut, egal. Wie gesagt, es geht ja hier beim Geist und Panzer des Tages um Gefechte, die geil sind. Also die Spaß gemacht haben, in welcher Art und Weise auch immer. Ja, wir haben 11-mal geschossen, 8 Treffer, 7 Durchschläge. Wie gesagt, ein Bounce auf dem Heck vom Super Pershing finde ich ein wenig schwierig. Egal. Ja, 6-mal beschädigt, 3 zerstört. Sehr in Ordnung. Und vor allem, wir haben 25.470 Credits Gewinn gemacht. Das ist auf Stufe 9 schon ein sehr cooles Ergebnis, zumal wir ja wirklich eine Stufe 10 Kanone fahren, die auch von der Munition und so weiter nicht ganz günstig ist. Da kostet schon ein bisschen was, was aber sehr in Ordnung ist. Genau, in diesem Sinne gibt es hier eigentlich gar nicht mehr wirklich so viel dazu zu sagen, außer vielen Dank fürs Angucken, vielen Dank fürs Supporten. Wenn es euch gefallen hat, lasst mir einen Daumen da, schreibt mir einen netten Kommentar. Ja, und viele Grüße an den Elder und an alle anderen, die ich so kenne. Das wollte ich schon immer machen. Mama, Oma, Papa. Und jetzt sagen alle nochmal ganz schnell, in der Fliege die Flügel abschießen. Und wir sehen uns beim nächsten Mal. Macht euch einen schönen Tag. Bis bald mal wieder, der Ära.